Servus Leute und willkommen zurück bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute geht es mal um das Thema Amazon FBA Startkapital. Und zwar erreichen mich immer noch reichlich Fragen, wo mir genau diese Frage gestellt wird. Wie viel Kapital benötige ich denn am Anfang, um mein Amazon FBA Business zu starten? Was würdest du mir empfehlen? Und ich möchte dir in diesem Video eine Empfehlung aussprechen und möchte mit dir gemeinsam beleuchten, was es für Vorteile hat, mehr bzw. weniger Startkapital zu haben. Und dann als letztes möchte ich dir noch ein Rechenbeispiel zeigen, warum es sich lohnen kann, mehr Startkapital aufzuwenden, wenn du beginnen möchtest. Und ich denke, da wird dir dann auf jeden Fall klar, wie du das ganze Thema für dich behandeln musst. So, ich möchte dich auch gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern möchte dir direkt die Antwort geben, die du hören möchtest. Und zwar würde ich dir empfehlen, mit mindestens 3000 Euro Startkapital dein Amazon FBA Business zu starten. Von diesen 3000 Euro solltest du höchstens die Hälfte bis maximal zwei Drittel in die Ware investieren, die du bei deiner ersten Bestellung bestellst. Und den Rest brauchst du für Startkosten, sei es die Gewerbeanmeldung, sei es der professionelle Amazon FBA Seller Account, dann diverse Erstkosten, die du für dein Produkt hast, zum Beispiel ein Verpackungs- und Logo-Design, was damit drunter fällt. Diesen Kostenposten können wir mal mit 500 Euro ungefähr berechnen und dann solltest du noch mindestens 500 Euro in der Hinterhand haben, besser 1000 Euro, wenn du eben 1500 bis 2000 Euro in Ware investiert hast. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, 3000 Euro und jetzt soll ich nur 2000 Euro nehmen und in Ware investieren? Warum nehme ich diese anderen 500 Euro, die ich auch noch zur Verfügung hätte, nicht auch direkt für die erste Bestellung? Dann kann ich doch direkt am Anfang auch noch mehr Umsatz machen. Das werde ich dir am Ende des Videos in dem Rechenbeispiel zeigen, warum das nicht sinnvoll ist. Das heißt, da musst du bis zum Ende dranbleiben, dass ich dir das erkläre. Vorher möchte ich gerne allgemein nochmal die Frage aufwerfen, warum es denn überhaupt sinnvoll sein kann, viel Startkapital am Anfang mitzubringen. Das heißt, vielleicht nicht sogar nur 3000 Euro, sondern vielleicht 5000 Euro, 7000 Euro, vielleicht sogar 10.000 Euro am Anfang in der Hinterhand zu haben. Und da geht es grundsätzlich um zwei Möglichkeiten, die dir eröffnet werden, wenn du viel Startkapital mitbringst. Der erste Punkt ist, dass wenn du mehr Startkapital mitbringst, du natürlich auch eine breitere Masse an Produkten hast, die du potenziell launchen kannst. Je geringer dein Kapital ist, desto geringer ist natürlich auch die Anzahl der Märkte, in die du reingehen kannst. Das liegt vor allem an zwei Sachen. Das eine ist natürlich der Einkaufspreis des Produktes. Produkte, die auf Amazon relativ teuer verkauft werden, also sagen wir mal 30 Euro aufwärts, sind natürlich auch im Einkauf um einiges teurer. Das heißt, wenn du wenig Startkapital mitbringst, kannst du logischerweise am Anfang nicht in diese Märkte reingehen, weil wenn dich das Produkt im Einkauf beispielsweise schon 10 Euro kostet, dann kannst du mit deinen 2000 Euro, die du dann für Ware aufwendest, gerade mal 200 Einheiten kaufen, was für den Anfang natürlich ein bisschen wenig ist. Noch schlimmer wird es dann natürlich, je teurer die Produkte werden. Das heißt, Märkte von Produkten, die im Einkauf 15 Euro, 17 Euro, 20 Euro kosten, sind für dich dann natürlich gar nicht erschließbar. Das heißt, je geringer dein Kapital ist, desto geringer ist die Anzahl der Märkte, in die du reingehst. Und logischerweise, je höher dein Startkapital ist, desto höher ist die Anzahl der potenziellen Märkte, in denen du starten kannst. Spannend an den Märkten mit teuren Einkaufs- und teuren Verkaufspreisen ist, dass natürlich weniger Leute am Anfang in diese Märkte rein können, weil es eben ein höheres Startkapital benötigt und du deswegen höchstwahrscheinlich auch eine geringere Konkurrenz bei diesen Produkten hast. Viele Leute sind aus auf die Produkte, die sich auf Amazon zwischen 10 und 25 Euro verkaufen. Da will jeder hin, weil da ist die Einstiegshürde relativ gering, die Einkaufspreise recht niedrig. Aber sobald du dich in höherpreisigen Segmenten bewegst, hast du natürlich automatisch auch weniger Konkurrenz. Und weniger Konkurrenz heißt tendenziell oder korreliert recht häufig auch mit höheren prozentualen Margen. Denn je weniger Wettbewerber in einem Markt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Wettbewerber sich noch nicht gegenseitig im Preis bis nach unten gedrückt haben und die Margen schon fast nicht mehr auffindbar sind. Das heißt, das ist natürlich auch ein Vorteil, den du dann ausschöpfen kannst, wenn du ein höheres Startkapital hast. So, und als zweites, neben den Märkten mit höheren Einkaufs- und Verkaufspreisen, in die du rein kannst, wenn du mehr Startkapital hast, kannst du auch in Märkte rein, wo eine hohe Frequenz an Verkäufen stattfindet. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass du 2000 Euro Startkapital hast und investierst es auch voll
voll in deine Ware und kaufst beispielsweise 500 Einheiten, also a 4 Euro pro Stück, dann hast du diese 500 Einheiten im Lager. Und wenn dein Produkt jetzt aber in einem Markt ist, wo sehr viel Nachfrage ist, wo du eine sehr hohe Frequenz an täglichen Verkäufen erlangen kannst und jetzt beispielsweise 25 Verkäufe am Tag machst, dann bist du einfach nach 20 Tagen out of stock. So, das ist natürlich erstmal schön, dass du recht schnell Umsatz gemacht hast, aber in der Konsequenz dann natürlich ziemlich blöd, weil bis Amazon dir dein Geld auszahlt und du wieder nachbestellen kannst, ist dein Produkt erstmal out of stock, du verlierst wieder an Ranking, und wenn du dann wieder neue Ware nachbestellt hast, was dann ein bisschen mehr Ware ist als vorher, wenn du ein bisschen Gewinn machst, dann wird sich die neue Ware auch wieder super schnell abverkaufen und du wirst wahrscheinlich wieder out of stock gehen. Und mit jedem Mal, dass du dein Produkt wieder neu ins Lager bringst, ist es quasi wie ein neuer Launch, den du durchführen musst, weil du immer wieder Ranking verlierst. Das heißt, wenn du relativ wenig Startkapital hast, kannst du also auch nicht in Märkte reingehen, wo die Verkaufsfrequenz pro Tag bzw. pro Monat super hoch ist, weil du dann natürlich schnell out of stock gehst. Und falls der letzte Punkt jetzt so abstrakt nicht ganz verständlich war, bringe ich dich jetzt zu meinem Rechenbeispiel, und dafür nehme ich dich mal mit in mein MacBook und zeige dir, was ein zu schneller, ein zu dynamischer Markt in Kombination mit zu wenig Startkapital für Konsequenzen hat. So, du siehst jetzt, ich habe hier mal eine Excel-Tabelle vorbereitet und wir gehen jetzt mal davon aus, dass du lediglich 2500 Euro Startkapital mitbringst und du hast sonstige Startkosten, was ich eben meinte, Gewerbeanmeldung, vielleicht Design deines Produktes etc. von 500 Euro, die du einmalig zahlen musst, und den Rest, die 2000 Euro, steckst du in Ware, und wir nehmen das Beispiel von eben, 500 Einheiten a 4 Euro pro Stück. So, jetzt musst du noch eine Sache im Hinterkopf behalten, und zwar, wenn du deine Ware auf Amazon verkaufst, gehört das Geld nicht instant dir, sondern Amazon lässt sich da noch 2 Wochen Zeit, bis dein Geld ausgezahlt wird. Das macht Amazon einfach, um eventuelle Retouren, die noch entstehen, damit abzubilden. Das heißt, dass du nicht direkt dein Geld ausbezahlt bekommst und dann vielleicht wieder was zurückzahlen musst, wenn es Retouren gibt. Das heißt, es gibt einfach eine 2 Wochen Frist nach dem Umsatz, den du generiert hast, bis du dein Geld ausgezahlt bekommst. Das wird gleich noch für das Beispiel relevant. Und dann der weitere Faktor, den wir mit einbeziehen, ist, dass dein Zeitfenster für die Nachbestellung, das heißt der Punkt, von dem du deinem Supplier sagst, hey, ich brauche neue Ware, bis zu die Ware ist im Lager, das nehmen wir jetzt mal an, sind 6 Wochen. Das ist schon relativ gut kalkuliert. Es kann auch sein, dass das mal 7 oder 8 Wochen dauert, aber für dieses Beispiel nehmen wir jetzt mal 6 Wochen her. So, jetzt muss ich noch kurz eine Zeile hinzufügen, und zwar nehmen wir in diesem Beispiel nochmal an, dass die Marge auf dein Produkt nach Marketingkosten, die du hast, nach Gebühren von Amazon, nach Steuern und so weiter, 20% sind. Das heißt, wenn du deine 2000 Euro Ware komplett abverkaufst, endest du mit 2400 Euro, die dir gehören. So, und ich möchte dir jetzt eben zeigen, was passiert, wenn du mit diesen 500 Einheiten, die du gekauft hast, in einen zu dynamischen Markt reingehst. Das heißt, wo zu viele Verkäufe pro Monat generiert werden für dein Kapital, was du am Anfang aufbringst. Jetzt nehmen wir nämlich mal an, dass du in einen Markt reingehst, wo du 500 Verkäufe pro Monat generieren kannst. Ja, direkt im ersten Monat. So, dann hast du am Anfang logischerweise 500 Einheiten in Stock, dann nach 2 Wochen hast du nur noch 250 Einheiten und nach 4 Wochen bist du out of stock. Schlecht. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem wichtigen Punkt, den ich eben gesagt habe, dass Amazon 2 Wochen wartet, bis dir dein Umsatz ausgezahlt wird. Das heißt, dein Umsatz, den du in den ersten 2 Wochen gemacht hast, was ja jetzt in dem Beispiel nach allen Kosten und so weiter 1200 Euro sind, also aus 1000 Euro Ware hast du 1200 Euro gemacht, den bekommst du erst nach 4 Wochen ausgezahlt. So, das heißt, nach 4 Wochen ist dein frühestmöglicher Zeitpunkt, an dem du nachbestellen könntest, und dann eben auch nur für 1200 Euro, die dir schon von Amazon ausgezahlt wurden. Deine vollen 2400 Euro hättest du dann hier nach 6 Wochen, aber dann müsstest du halt nochmal 2 Wochen warten, um deine Ware nachzubestellen. Das heißt, wenn du frühestmöglich nachbestellen möchtest, dann bestellst du hier nach 4 Wochen nach für 1200 Euro, und dann braucht es weitere 6 Wochen, das heißt bis Woche 10, bis die Ware, die du für 1200 Euro bestellt hast, was in dem Fall 300 Einheiten sind, im Lager sind. Das heißt, du bist dann in Summe
6 Wochen out of stock. So, und dieser Punkt hier, Woche 10, wenn du wieder anfängst, deine Ware zu verkaufen, ist im Endeffekt wie ein neuer Launch. Ja? Das heißt, du musst am Anfang wieder sehr viel Geld in Marketing stecken. Ja, dein Ranking ist gesunken und das ist blöd. So, wenn wir jetzt in einen weniger dynamischen Markt reingehen, angenommen, du machst nur 250 Verkäufe pro Monat, dann entwickeln sich deine Verkäufe dann logischerweise so, dass du nach 2 Wochen 125 Einheiten verkauft hast, nach 4 Wochen dann logischerweise 250 Einheiten und so weiter. Und wie gesagt, nach 4 Wochen hast du die Hälfte verkauft, das heißt, nach 6 Wochen hast du das Geld von der Hälfte deines Warenverkaufs auf dem Konto. Das heißt, wieder diese 1200 Euro. Aus 1000 Euro hast du 1200 gemacht. Das heißt, du kannst nach Woche 6 nachbestellen für 1200 Euro. Und dann braucht es uns hier wieder 6 Wochen, um Ware wieder im Lager zu haben. Das heißt, du hättest dann hier in Woche 12 deine nachbestellte Ware, was hier jetzt auch wieder 300 Einheiten sind, im Lager und du wärst in Summe nur 4 Wochen out of stock, weil du natürlich logischerweise nach 8 Wochen bei 250 Verkäufen im Monat out of stock bist. Dann bist du auch in Woche 10 noch out of stock und in Woche 12 bekommst du dann wieder deine neue Ware geliefert. Das heißt, in Summe bist du 2 Wochen weniger out of stock, schon mal besser. So, nehmen wir jetzt einen Beispiel her mit einem noch weniger dynamischen Markt, das heißt, du hast noch weniger Verkäufe pro Monat, dann entwickeln sich deine Verkäufe folgendermaßen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, 125 Verkäufe pro Monat, da bist du nach Woche 4 bei 375, Woche 8 250, ich denke, das ist alles selbsterklärend. Und hier gehen wir wieder davon aus, die Hälfte der Ware ist verkauft, 1200 Euro Umsatz wurden gemacht, die hast du dann in Woche 10, das heißt wieder 2 Wochen nach den 8 Wochen, auf deinem Konto und kannst dann hier nachbestellen in Woche 10 für 1200 Euro. Das Ganze braucht dich dann wieder 6 Wochen. Das heißt, in Woche 16 wird dann deine neue Ware ins Amazon-Lager geliefert und das ist genau der Punkt, wo du jetzt out of stock gelaufen wärst. Ja? 125 Verkäufe pro Monat heißt, ich brauche 4 Monate für meine 500 Einheiten, dass ich out of stock gehe. Das heißt, hier 16 Wochen vereinfacht. Das heißt, hier wäre ich jetzt eigentlich auf 0, aber dadurch, dass ich vorher schon Ware nachbestellen konnte, laufe ich hier nicht out of stock. So. Ich denke, das ist nachvollziehbar, oder? Das heißt, wenn du wenig Kapital am Anfang hast, kannst du höchstwahrscheinlich auch nur in einen wenig dynamischen Markt reingehen, weil du sonst Gefahr läufst, direkt out of stock zu gehen. Was dir hierbei natürlich hilft, was logisch ist, das sind jetzt die Tipps, die ich hier unten noch aufgeschrieben habe. Also Tipp Nummer 2 habe ich eben schon gesagt, langsamere Märkte auswählen, wenn du wenig Startkapital hast. Oder wenn du in einen dynamischeren Markt reingehen möchtest, dann solltest du immer noch Kapital in der Hinterhand haben für deine Nachbestellung. Dementsprechend habe ich dir am Anfang auch gesagt, wenn du mit 3000 Euro startest, solltest du am besten nur 1500 Euro in Ware investieren. Ja? Dann 500 Euro weitere Kosten und dann hast du noch 1000 Euro rumliegen, die du nämlich verwenden kannst für deine erste Nachbestellung. Ja? Auch wenn Amazon dir noch nicht dein komplettes Kapital ausgezahlt hat für deine Verkäufe, die du generiert hast, hast du dann trotzdem noch diese 1000 Euro in der Hinterhand, mit denen du arbeiten kannst und mit denen du deine Nachbestellung tätigen kannst. Ja? Das heißt, das hilft dir dann auf jeden Fall dabei, nicht out of stock zu gehen und das ist nämlich das, was du am Ende des Tages vermeiden möchtest. So, ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen die Klarheit gegeben, was das Thema Startkapital bei Amazon FBA angeht. Ich bin es mal von einer etwas rechnerischen Seite angegangen heute bei diesem Video, aber ich denke, genau dadurch kann man es nachvollziehen, warum es relevant ist, am Anfang viel Startkapital mitzubringen, das heißt mindestens 3000 Euro und von diesem Startkapital auch nicht am Anfang alles in die erste Bestellung zu stecken, weil du willst nicht out of stock laufen und du möchtest deine Ware frühzeitig nachbestellen können. Genau, wenn dieses Video für dich hilfreich war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und auch über ein Abo auf dem Kanal, wenn du mehr Tipps zum Thema Amazon FBA haben möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen traumhaften Tag und eine erfolgreiche Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Hau rein! Ciao!